It's all about humanity. Stellt euch vor, eines Tages loggt ihr euch ein und stellt fest, alle Fehler von Metin 2 wurden behoben. Und die Server sind wieder voll mit Spielern, mit PvP und jeder hat seinen Spaß. Doch leider ist es nicht so. Deshalb stelle ich euch heute 10 negative Punkte vor, weshalb ihr die Finger von Metin 2 lassen solltet. Punkt Nummer 1, die Botter. Zu den Bottern kann ich nur eins sagen, lästig. Jeder kennt es, man will einfach in Ruhe farmen gehen oder leveln und es kommt irgendein Botter vorbei und nervt dich. Nach einer Woche sieht man diesen immer noch in denselben Stellen farmen und es ist einfach ein nie endender Kreislauf. Die Entwickler bekommen es nun seit Beginn von diesem Spiel nicht auf die Kette, einen ordentlichen Cheatblocker für uns zu entwickeln. Es gibt Junk-Verkäufer, soweit das Auge reicht, und die Server sind wortwörtlich infiziert von dem ganzen Mist. Man kann so viele Botter melden, wie man möchte, es ist kein Ende in Sicht. Schneidet man einen den Kopf ab, wachsen direkt zwei nach. Botter zerstören einfach den Spielspaß. Und nun sind diese auch in den Heilerun zu finden. Also auch wie in Hydra oder sonstiges. Man muss sich das Ganze einfach mal vorstellen, dass es so ein Charakter über Level 90 hinaus schafft. Das ist einfach eine traurige Welt geworden. Wenn ihr dieses Spiel anfängt, seid euch einfach im Klaren, dass es so welche Leute hier gibt. Punkt Nummer 2. Client- und Einlog-Probleme. Ein weiterer nerviger Punkt, der nun seit Beginn von Metin 2 da ist. Manchmal hat man hohe Wartezeiten beim Login, was ich aber an sich noch relativ human finde, da es auch in vielen anderen Spielen der Fall ist. Dennoch ist es nicht normal, dass ein Spiel in einer Stunde durch Teleportieren, Charakterwechsel durch Shopstellen zu Kicks führt oder der Klient sich beendet, geschweige denn ein schwarzes Bild zu sehen ist. Nach gefühlt 20 Minuten AFK stehen auf der Handelsmap bekommt man ebenfalls ein schwarzes Bild. Trotz eines High-End-Rechners hat man FPS von 2 bis 5, das ist ein Witz. Kleine Crashes gehören zur Tagesordnung von Metin 2, deswegen merkt euch das, ihr seid auf jeden Fall nicht allein. Punkt Nummer 3, viele unbrauchbare Systeme und Runs. Leider Gottes sind viele Runs in Vergessenheit geraten. Der Azrael oder auch die Spinnbaroness waren damals, als sie rauskamen, tolle Runs, aber nun sind sie total sinnlos. Der Loot ist einfach in 2012 stecken geblieben. Es macht keinen Sinn, diese Runs weiter zu nutzen. Sie existieren einfach und fertig. Anstatt diese mal anzupassen, nein, wir kriegen lieber neue Runs, die gefühlt nur 3% der Spieler machen können. Aufgrund der hohen Ausgaben und den Itemshop-Push, den man benötigt. Neulinge haben kaum Möglichkeiten, durch Runs Profit zu machen. Und ich finde, man sollte diese definitiv anpassen. Das gleiche trifft auch auf einige Systeme zu, wie zum Beispiel das Aura-Gewandsystem. Durch eine simple Rechnung kamen wir auf gerade mal 30.000 Euro, die benötigt werden, um ein fertiges Aura-Gewand zu erwerben. Was für ein Schnapper. Wie lange dauert es denn in-game? Wenn man knapp 50 Eisruhen am Tag erfarmt, sind das lepprige 85 Jahre. Einfach ein Witz. Es gibt noch weitaus mehr Systeme, die nicht durchdacht sind. Dazu zählen zum Beispiel das Monsterkartensystem oder auch das Set-Bonus-System. Von den beiden möchte ich aber jetzt echt nicht unbedingt anfangen und eine Rechnung aufstellen. Es gibt einfach zu viel, was angepasst werden müsste. Dennoch bekommen wir aber einfach neue Systeme und Runs, wodurch einfach neue Bugs entstehen und einfach noch lästigere Sachen entstehen. Sehr nice. Lasst euch einfach nicht abzocken, Leute. Punkt 4. Lootboxen-System, Glücksräder, Truhen und so weiter. Meiner Meinung nach einer der größten Fehltritte, die sich die Gameforge je erlaubt hat. Anfangs war es ja noch relativ harmlos, doch nun gibt es jeden Tag gefühlt Itemshop-Angebote, die in Verbindung mit Lootboxen stehen. Aber warte mal, ist das Spiel nicht ab 12? Und ist es nicht eigentlich verboten und Metin 2 müsste somit ab 18 sein? Naja, Gameforge hat wohl ihre eigenen Regeln damit. Seid euch bewusst, wenn ihr Metin 2 anfängt, dass alles auf Glück basiert ist und ihr relativ schnell mit Blitzauktionen Richtung Itemshop gelockt werdet. Jegliche Lootboxen sind ein Witz und nur auf euer Geld aus. Am besten ihr meidet das Ganze. Und falls nicht, viel Glück, vielleicht kriegt ihr ja bei 100 Euro Drachenmünzen euer erstes Nasar-Amulett, was euch 7 Tage lang unterstützt. Punkt 5. Keine Transparenz zwischen Spieler und Entwickler. Ihr wollt was bewegen und dem Entwickler Tipps geben? Dann seid ihr hier definitiv falsch. Hier stößt man nur auf Faulheit und Copy-Paste-Nachrichten vom Support, welcher sich nicht einmal wirklich die Mühe gibt, uns zu helfen. Gerade wenn ihr gehackt worden seid oder einen Fehler entdeckt habt. Am Ende seid ihr sogar noch der Schuldige. Man versucht seit Jahren, der Gameforge so leicht wie möglich zu machen und Verbesserungsvorschläge zu geben, um das Klima im Spiel für uns zu verschönern. Das Einzige, was wir aber bekommen, ist genau das Gegenteil. Und mehr Itemshop-Angebote. Denn das Einzige, was sie wollen, ist unser Geld. Du bist kein zahlender Kunde? Da ist die Tür. Punkt 6, Kostümzwang. Diesen Punkt halten wir aber relativ kurz. Man kann sich das Ganze logisch erklären. Denn zum Beispiel, wenn man in die Grotte der Verbannung gehen möchte, ist man eigentlich schon daran gebunden, sich Kostüme zu holen. Und woher kriegt man die? Genau, aus dem Itemshop. Natürlich kann man diese auch von anderen Spielern kaufen und man zahlt ein bisschen Won dafür. Aber dennoch kommen diese aus dem Itemshop. Man muss dafür zahlen und man muss diese Kostüme tragen, damit man ordentlich in der Grotte der Verbannung leveln kann. Das bezieht sich nicht nur auf die Grotte, sondern auf jegliche High-Level-Maps. Gefühlt ist man dort an diesen Sachen gebunden. Natürlich kann man
man aber jetzt auch sagen, mach doch dein Equipment besser oder sonstiger, spiel länger, um dein Equipment zu verbessern. Natürlich, das stimmt, wenn man dann mit extra Alchi dann da reingeht, natürlich schafft man das dann auch ohne Kostüme. Aber dennoch, ein neuer Spieler, der relativ schnell hoch will, ist an Kostüme gebunden und das ist für mich eine Art Zwang. Das gleiche bezieht sich dann aber auch Handschuhe des Diebes oder dritte Hand, Autojagd und so weiter. Man ist einfach an so vielen Itemshop-Sachen mittlerweile gebunden und die man kaufen muss. Und wir sind da auf locker 100 bis 150 Euro im Monat Ausgaben, die definitiv dran stehen, weil man diese einfach benötigt, wenn man dieses Spiel aktiv spielen möchte. Also man kommt nicht drüber hinweg, es sei denn, man ist an einem Punkt angelangt, wo das Equipment gut stimmt und man damit farmen kann und sich dann diese per DR-Gutscheine kaufen kann. Aber ansonsten besteht einfach ein Kostümzwang oder generell Itemshop-Zwang. Und ja, das ist halt ein richtig dicker Minuspunkt für die Gameforge. Und ich hoffe, damit wecke ich den einen oder anderen auf. Und ja, dann schauen wir mal auf den nächsten Punkt. Punkt 7, die Community. Ja, mittlerweile muss ich die Community leider Gottes auch als negativen Aspekt sehen, um nicht mit Metin 2 anzufangen. Denn es gibt mittlerweile so viele Abzocker in Metin 2, das ist schon nicht mehr normal. Darunter zählen dann natürlich auch sowas wie 8 One-Shops, denn die 8 sieht fast aus wie eine 0. Und man kann diese leicht verwechseln und schon ist man 8 One-Los, was ziemlich ärgerlich ist. Aber es gibt mittlerweile auch viele High-Leveler, die einfach Langeweile haben und dann gehen sie einfach mal ins Orktal oder Map 2 und stellen sie dann den Low-Leveler dann Genie hin. Und dann werden die da einfach permanent genervt. Also als Low-Leveler hat man da auch sehr viele Nachteile, würde ich sagen, was das Spiel dann auch wieder nicht schmackhaft für diese Leute macht. Es gibt aber auch viele, die einfach nur am Beleidigen sind oder einfach nur auf Profit aus sind. Es gibt jegliche Kategorien von Leute, aber natürlich gibt es auch die netten Leute, die einen helfen wollen oder nicht. Ansonsten gibt es nur einen dicken Schwanzvergleich mit Echtgeld, aber dies gibt es natürlich auch in jeglichen anderen Games und gerade in Metin 2 ist das auch besonders beliebt, dass ja, man immer der Beste sein möchte und das auch irgendwie demonstrieren möchte. Punkt Nummer 8. Sinnfreie oder verbuggte Bonis. Ja, Freunde, es gibt leider Gottes auch in diesem Spiel Bonis, die einfach komplett nicht funktionieren. Überlegt euch das Ganze mal. Eine Segnung in 6.7. Boni kostet 129 DR. Ihr zahlt knapp 10 Euro für einmal drehen und dann kriegt ihr einen Boni, der noch nicht mal wirkt. Geschweige denn einen sinnlosen Boni, der euch 20 MP dazu gibt. Das sind natürlich Dinge, die will man als zahlender Kunde nicht sehen und der magische Angriffswert ist mittlerweile seit sehr langer Zeit und auch bekannt, der ist sehr lange bekannt, immer noch verbuggt und das Ganze wurde angesprochen und es wurde auch schon gesagt, dass dieses Jahr nichts mehr passieren wird. Und das finde ich meiner Meinung nach für so einen Preis ein No-Go. Das gleiche bezieht sich aber auch auf einige Bonis, wie zum Beispiel als Krieger, dass man irgendwie Schaden für Drachenschießen plus 3%, mit 3% mehr Drachenschießen Damage macht auf einer Kriegerrüstung. Das macht alles keinen Sinn und für diesen Preis ist das einfach eine Frechheit und das Ganze müsste abgeändert werden und ja, also dazu kann ich eigentlich nicht mehr sagen als ein absolutes No-Go und das müsste definitiv angepasst werden. Also zahlt nicht für 6.7., das ist eine absolute Frechheit. Kauft euch das EQ fertig und dann habt ihr diese Probleme nicht. Also nur als kleiner Hinweis an dieser Stelle, falls ihr mal mit Metin 2 anfangen solltet oder schon bereits spielt. Punkt Nummer 9, PvP-Balance. Ja, Freunde, PvP wird einfach nicht mehr gespielt. Der große Grund, warum das Ganze nicht mehr gemacht wird, ist einfach der große Damage-Output, der mittlerweile in Metin 2 existiert. Es gibt so viele Möglichkeiten, sein Damage zu pushen. Ob es mit Fischen zu tun ist, der Energiekristall, die Drachensteine-Alchemie, die Kostüme und so weiter und so fort. Generell ist keine Balance mehr hinter diesen ganzen Items und ja, ihr müsst gefühlt hunderttausende Euros da investieren, das war jetzt grob überschätzt natürlich, aber wenn ihr oben mitspielen wollt, seid ihr einfach dazu verpflichtet, ordentlich Geld in die Hand zu nehmen und da kommt ihr kaum noch hinterher. Deswegen, viele meiden mittlerweile einfach nur PvP und spielen PvM aus Spaß, also das Balance ist mittlerweile komplett außer Rand und Band, also wenn ihr PvP spielen wollt, müsst ihr wissen, worauf ihr euch da einlässt und das ganze System ist einfach nur noch für die Katz. Und früher war das deutlich besser. Überlegt euch mal, ohne Schulterbandsystem damals, ohne Drachenstein-Alchemie, ohne Kostüme. Das war noch viel schönere Zeit, meiner Meinung nach. Und jetzt gibt es einfach viel zu viel, womit man einfach viel mehr Damage reinholen kann. Und man kaum irgendwas defen kann, außer mit Kostüm zusätzlich, die euch dann extrem nochmal helfen. Aber das Ganze läuft natürlich wieder nur über den Itemshop. Also seid euch dessen bewusst, falls ihr irgendwas mit PvP machen wollt, dass das ganze System für den Arsch ist. Punkt 10, Suchtpotenzial. Ja, wenn ihr nicht so enden wollt wie ich, dann macht am besten einen großen Bogen um dieses Spiel. Denn das Spiel hat einen großen Suchtpotenzial, weil sobald ihr diese Glücksgefühle entwickelt, wenn irgendwas klappt oder halt permanent klappt, das geht so nicht irgendwann und ihr wollt immer mehr.
Und wenn ihr dann irgendwas negative Erfolge habt, dann seid ihr immer Depri und dann wollt ihr wieder mehr. Und dann geht das immer dieses Ganze hin und her. Die Sucht, die hört am Ende nicht mehr auf. Ihr wollt weiter und weiter und weiter. Am Ende seid ihr dann auch bereit, Geld auszugeben. Und das macht natürlich Bling Bling in den Augen der Gamewatch. Und das ist natürlich zu vermeiden am Ende. Auf jeden Fall muss ich sagen zu dem Spiel, es hat ein riesen Suchtpotenzial, auch bei den ganzen Truhen öffnen oder Appen. Generell ist das Spiel einfach eine Riesenfalle, um euch dann am Ende auszunehmen. Also am besten macht einen Bogen um das Spiel. Es gibt deutlich bessere Alternativen. Ich bin leider Gottes gefangen. Ich werde auch weiter leider Gottes für euch den Content produzieren. Ich habe Spaß an dem Spiel, ja. Ich bereue es jeden Tag, dass ich dieses Spiel spiele. Aber leider Gottes kommt man einfach nicht weg. Ich habe halt noch große Hoffnung, dass irgendwas passiert. Ich gebe Tipps oder sonstiges, genau das, worüber ich heute gesprochen habe mit euch hier. Und ich versuche es zumindest, aber generell, es passiert einfach nichts. Ich habe Hoffnung und mittlerweile gibt es Community Manager, die seit 2 Wochen nicht online sind, was halt einfach nur traurig zu sehen ist. Ich hoffe aber an dieser Stelle, das Video hat euch gefallen, es hat euch weitergeholfen und ich habe den einen oder anderen dazu gebracht, nicht dieses Spiel anzufangen. Denn das war das Ziel darin und geschweige denn Leuten dazu zu bringen, nicht das Geld auszugeben, weil einfach bei so großen Punkten meiner Meinung nach hat die Gamewatch es nicht verdient, so viel Geld zu kriegen und versucht das Ganze zu unterbinden. Ja, ich weiß, ich gebe selbst Geld aus. Ja, ich weiß, das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. Dennoch, ich versuche das am besten zu vermeiden, aber umso mehr Leute ich davon abhalten kann, umso besser ist es am Ende. Deswegen nehmt euch kein Beispiel an mir, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video. Euer Simply. Ciao, Freunde.